Hallo liebe Leute, heute wollte ich mal meine Auto- und LKW-Anlage, sag ich mal, vorstellen. Fangen wir doch vorne an. Hier haben wir einmal den Trecker. Da fehlt natürlich was. Habe ich jetzt so ausgekramt. Dann gehen wir hier rüber, das war eine Messe, da habe ich den schönen LKW gekauft, ein bisschen verstaubt von so einem Bier. Aber auch mit Bayern München. Dann haben wir hier noch so ein LKW. Aber ohne was hinten dran. Keine Ahnung, wo ich den her habe. Dann haben wir den schön. Der ist auch von der Messe. Fand ich auch sehr schön mit dem Fass drauf. Und ja, das hier ist noch einer. Fehlt was, da ist wieder draufgeklebt. Auf jeden Fall war ich ganz bewundert, und zwar hierbei. Die haben auf der Messe so ältere Sachen verkauft. Und das hier ist richtig Eisen, alles. Und normalerweise ist es ja so Plastik oder so. Also der ist auch richtig schwer. Also, ja. Okay, gehen wir weiter. Hier ADAC. Da haben wir einmal den Tiguan. Auch sehr schön. Dann haben wir hier den Audi. Auch von ADAC. Leider fehlen bei manchen die Radkappen. Die fallen aber irgendwie ab. Dann lasse ich sie ab. Und ja. Dann gehen wir weiter zum BMW. Nicht wundern, wenn ihr seht, was auf meiner Hand ist. Mir war heute ein bisschen langweilig und dann habe ich darauf rumgekritzelt. Aber ist ja jetzt egal. Dann haben wir hier einen Fiat. Finde ich persönlich auch sehr gut. Der klein, sehr wendig. Gehen wir weiter. Der Transporter. Den habe ich auch schon lange. Also ich glaube, ob es den noch gibt. Also so im Laden jetzt habe ich den nicht mehr gesehen. Naja, okay. Gehen wir weiter. Die Taxistelle. Da ist auch einer von den beiden. Ich glaube, der hier ist der ältere. Der da ist der neuere. Gehen wir weiter. Das ist der neue Multivan. Auch sehr schön. Da habe ich ein Auge reingeklebt. Ja, auch sehr schön. Gibt es auch von der Polizei. Da kommen wir aber auch noch hin. Dann haben wir hier einen BMW. Auch richtig cool. Gibt es aber auch häufiger. Den Audi. Das ist eigentlich mein Top-Auto von denen. Der hat einen richtig guten Sound. Auch von den Rädern her. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so hört. Aber ich finde den richtig gut. Gehen wir weiter. Da fehlen übrigens auch die Radkappen. Haben wir hier einen schönen Porsche. Leider fehlt hinten das Rücklicht. Bei einem Unfall passiert. Dann haben wir hier noch ein schwarzes Auto, ein BMW. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, welches Auto ihr von diesen ganz vielen am schönsten findet. Hier haben wir noch Multivan, das ist das ältere Modell von dem hier. Gehen wir weiter. Das ist mein Top-Auto, mein Lieblingsauto, was ich auch gerne mal später haben will. Das ist ein VW Passat. Sehr schön eigentlich, finde ich. Von vorne auch. Das ist mein Lieblingsauto, sage ich jetzt mal so. Und von den Sounds ist halt der da. Okay, der hier ist so ein Plastik. Das hatte ich, glaube ich, mal, als wo ich kleiner war. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, ein Ford. Steht zwar nicht drauf, aber man kann es so erkennen. Hier haben wir einen kleinen Porsche. Ich glaube, der ist aber nicht von Siku. Aber trotzdem auch cool. Jetzt kommen wir zu der Polizei. Und da haben wir hier als erstes schon zwei Pickups.
auch genannt als Amarok, so heißen die. Habe ich jetzt bis jetzt so im Straßenverkehr bei der Polizei noch nicht gesehen. Aber naja, den habe ich doppelt. Keine Ahnung wieso. Dann haben wir hier ein Mercedes. Auch sehr cool, finde ich. Nur was doof daran ist, der hat Plastikräder. Und das macht beim Fahren immer so Krach. Und dann haben wir hier noch halt auch einen älteren Multivan, wie der da hinten. Den habe ich auch noch mal als Polizei, den Multivan neu, aber den habe ich gerade irgendwie verschlammt. Dann haben wir hier auch ein sehr, sehr tolles Auto. Ein Audi, den es so jetzt gar nicht mehr gibt im Laden. Habe ich hier extra nachgeguckt. Den gibt es nicht mehr. Also vielleicht wird man ihn noch im Internet kriegen, das ist klar, aber der ist auch eigentlich sehr alt. Habe ich auch schon lange. Dann haben wir hier einen Mini. Den habe ich genauso wenig im Straßenverkehr gesehen, aber ist ja egal. Dann haben wir hier auch ein tolles Auto. Mercedes Sprinter. Auch sehr schön, weil man da halt viele Möglichkeiten hat. Zum Beispiel, man kann auch hier Schiebetüren und halt alles drum und dran aufmachen. Und ja, dann kommen wir hier weiter. Nochmal Polizei. Das ist, glaube ich, für so Demonstrationen, Dingsbums. Ja, kann man hinten was reintun. Ja, okay. Dann kommen wir weiter. Ist auch ein BMW, genauso wie der ADAC. Nur halt in größer. Von der Feuerwehr. Habe ich persönlich auch noch nicht gesehen. Und dann kommen wir weiter. Ein Flughafen Feuerwehrauto. Auch nicht schlecht. Finde ich. Dann kommen wir weiter. Das ist das Modell von dem hier. Nur in wird Feuerwehr umgesetzt. So, auch was daran doof ist, man hört schon die Reifen. Gut, gehen wir weiter. Das hier ist mein Unfallauto. Ich mache gerne so Unfälle, sag ich mal. Und so sehen die Autos dementsprechend dann auch aus. Zerkratzt habe ich dann von meiner Mutter mit Nagellack wieder so einigermaßen gut gestaltet. Jetzt kommen wir hier zu den guten Modellen in groß und auch hinten zu den älteren. Da haben wir den Audi R8. Gummireifen, perfekt. Finde ich richtig gut. Lässt sich richtig gut fahren. Macht richtig viel Spaß, damit zu spielen. Gehen wir weiter. Das hier ist das Traumauto von meiner Mutter. Porsche. Ist auch nicht schlecht. Auch wieder Gummireifen. Perfekt. Und hinten sieht er auch richtig gut aus und es macht auch richtig viel Spaß mit Spielen. Und das hier ist auch ein besonderes Auto, finde ich. Der auch leider schon kaputt ist. Aber da war ich noch kleiner. Der ist von meinem Opa und den werde ich auf jeden Fall behalten, da leider auch ein bisschen kaputt ist. Kaputt ist, nicht wundern, wieso da ein T drauf steht. Da habe ich mal irgendwas gespielt, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch richtig gut. Lässt sich eigentlich auch gut fahren. So einen ähnlichen hatte, oder genau denselben hatte mein Opa, nur in einer anderen Farbe. Aber ich finde ihn richtig gut und ich werde den auf jeden Fall behalten. Und versuche nicht weiter zu schrotten. Okay, das war meine ganze Autoreihe. Natürlich war das nicht alles, weil es ist auch noch viel im Keller. Wenn ihr ein Lieblingsauto habt oder was ihr richtig gut findet, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Und dann, wie gesagt, auch einen Daumen nach oben da lassen wäre ganz gut. Die ganze Arbeit und ein Abo natürlich auch, damit ihr immer erfahrt, was ich mache. Und ihr könnt auch und guckt auch unbedingt nochmal bei dem Kanal die Cowboys vorbei. Das ist mein Freund und ich. Ja, okay. Dann bis zum nächsten Mal.